Mein Name ist Stefan Grabner, ich bin 34 Jahre alt und Bankstellenleiter bei der Hypo Salzburg in der Filiale Mühlen. Die Hypo Salzburg hat ca. 300 Mitarbeiter und ist mit 19 Bankstellen im ganzen Bundesland Salzburg vertreten. Ja, meine Story ist vermutlich, dass mir damals während der Schulzeit in der Hackbar Ischl niemand, glaube ich, so recht einmal eine ehrgeizige Karriere zugetraut hätte. Ich war damals ein absoluter Minimalist, ein Viererschüler. Ich habe immer gewusst, mit welchem Aufwand, dass ich das Jahr schaffe, und mehr habe ich auch gar nicht gemacht. Erst später dann in meinem ersten richtigen Job in der Bank hat es dann quasi Klick gemacht und ich habe freiwillig ein berufsbegleitendes Studium an der Fachhochschule Salzburg in Betriebswirtschaft gemacht und nebenbei mal die ganzen Bankausbildungen vom Serviceberater zum Kundenberater zum Firmenkundenberater und eben dann zum Bankstellenleiter. Aktuell mache ich gerade meinen Master, arbeite berufsbegleitend an der FH in Wien in Premium Banking. Ich denke, mein Weg zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist, dass Lehrer, Lehrerinnen, Führungskräfte Potenziale erkennen, aufzeigen und dann immer fördern. Meine damalige Klassenvorständin, die hat immer an mich geglaubt, auch obwohl ich ein furchtbarer Schüler war. Und dank ihr und auch durch die Unterstützung und Förderung von späteren Wegbegleitern in der Bank bin ich da, wo ich heute bin. Definitiv Ausbildung. Nach den ersten Bankausbildungen habe ich relativ schnell gesehen, dass da jetzt nicht mehr viel kommt und ich wollte mich aber trotzdem noch weiterentwickeln und habe mich dann freiwillig für dieses berufsbegleitende Studium entschieden. Und die Entscheidung eben, das zu machen, neben Privatleben, Hobbys, Beruf und so weiter, hat einfach einen gewissen Willen in Gang gesetzt. Aber auch egal bei welcher anderen Ausbildung, ich habe immer irgendwo was für mich in meinem persönlichen Einkaufswagen packen können und mitnehmen können. Und davon dann auch später auf meinem Karriereweg profitiert. Und man sagt es ja eh immer wieder oder man hört es immer wieder, ein lebenslanges Lernen ist wichtig. Nur viele kennen das vom Beruf oder vom Privatleben her gar nicht. Deswegen, ja, also hat das bei mir schon sicher einiges geholfen. Das kommt drauf an, also die würden wahrscheinlich sagen, kommt drauf an, für das ich einer zahle. ich denke, dass ich als junge Führungskraft eine andere Sichtweise auf gewisse Dinge habe, vielleicht einmal neue Sachen, andere Sachen ausprobiere, dabei aber trotzdem versuche, empathisch und wertschätzend mit einer offenen Kommunikation im Team und fürs Team zum Arbeiten. Mir ist vor allem das Wertschätzende auf Augenhöhe ist mir wichtig, weil wir eben alle ein Team sind und man sagt das ja immer wieder mal an einem Strang ziehen, damit man die gemeinsamen Ziele erreicht, aber heutzutage kann immer jeder alles wissen und da ist es einfach wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist und darum ist mir das sehr, sehr wichtig. An erleuchtend erzählt gefällt mir, wie sehr sich die Schüler von der Hackbad Ischl für das Projekt einsetzen und über die reguläre Unterrichtszeit hinaus auch für das Projekt engagieren. Man sieht da einfach, dass die Hackbad Ischl die Schüler dazu animiert, aus der Komfortzone herauszugehen, über die Grenzen zu gehen. Und ich finde, dass das enorm wichtige Erfahrungen fürs spätere Berufsleben und fürs ganze Leben einfach sind. Ja, die Lampe ist nicht nur bekannt aus Film und Fernsehen und passt super zum Tresor hinter mir. Sie steht auch für Erfolg, für Inspiration und für Tradition. Die Hypo Salzburg hat Tradition in ihrer Geschichte schon drinnen als regionale Bank. Und wenn ich die Lampe anschaue, dann steht es auch für den Erfolg und den Weg, den ich schon hinter mir habe. Und das inspiriert mich und motiviert mich dann in weiterer Folge.